Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer weiteren Folge und zwar zum LS22 auf der wunderschönen Map Hof Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir drei Produktionen angeworfen. Das heißt, wir haben die Gerste zur Melzerei gebracht, da wird Braumalz hergestellt. Dann haben wir einmal den Hafer zur Kornmühle gebracht, bedeutet, daraus wird Mehl hergestellt. Und den Weizen, den wir noch hatten, den haben wir ja auch zur Mühle gebracht. Daraus wird Getreideschrot hergestellt, ne, für die Herstellung von Schweinefutter. So, wir fahren jetzt erstmal zurück und dann werden wir den Frontlader hier aufnehmen und werden nämlich dort die Haarmilch verkaufen. Wir brauchen auch nur einen Frontlader. Ich erkläre euch auch gleich genau warum. Man kann auch die Milch jetzt direkt verkaufen. Das geht auch bei der Molkerei. Aber wir wollen den Spaß quasi natürlich weiterverarbeiten. Das haben wir schon gemacht. Oder ich habe das schon gemacht. Und den Spaß verkaufen wir gleich. Dazu brauche ich aber einen Frontlader. Und dann werden wir uns auf dem Rückweg dann ja um Methan kümmern. Das heißt, wir werden die Brauerei mit Methan versorgen, werden uns einen neuen Kipper entweder oder so einen neuen Tank dementsprechend mieten oder eben halt auch kaufen, je nachdem wie teuer der ist. So, ich werde mal kurz das Gewicht weglegen. Das brauche ich nämlich nicht, weil so schwer sind die Paletten nicht. So, dann werden wir einmal hier den Frontlader dran machen. Sehr schön. Ich habe auch ein paar Geräte, wie ihr seht, ausgetauscht. Mache ich immer mal wieder gerne. Und wir haben jetzt oben auch bei der Geflügelzucht den jeweiligen kleinen Schäfer wieder. Ne? Den habe ich einfach da gelassen, weil mit dem kann man es halt schon ein bisschen besser bedienen. So, dann würde ich sagen, let's go, let's fetz, auf zur Melzerei und dann werden wir uns gleich um das Methan kümmern. Das können wir ja noch nicht selber produzieren. Ich wollte aber zum Ende der letzten Folge noch mal gucken. Ihr seht, Haarmilch. Ne, die haben wir dementsprechend ready. Die können wir direkt bei der Molkerei verkaufen. Ist ein bisschen tricky. 1,6 bekommen wir. Aber gut, ist halt so. Separierte Gülle, weil auch einige gefragt haben, das ist durch das Pumps and Hoses. Das habe ich natürlich auch mit drauf, das Gülle-System. Was kostet denn eigentlich die BGA? Ich glaube, die BGA war echt sehr teuer, ne? 400.000, ey. Das ist jede Menge Geld. Puh. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. So. Fahren wir erstmal zur Molkerei, ne? Einmal rechts hier rum. Da können wir die nämlich gleich dann direkt verkaufen. Dann kriegen wir nochmal ein bisschen Tatas. Da fehlt uns noch mal ein bisschen Geld. Gut, man könnte natürlich einen Kredit aufnehmen für die BGA. Ne? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Der würde sich sehr schnell rentieren. Schreibt es mal in die Kommentare rein, ob wir einen Kredit aufnehmen sollen für die BGA. Weil da können wir nämlich das Methan selber herstellen. Ne? Und das hat auch ein paar weitere Funktionen mit dazu bekommen. Die BGA. Weil eine Grasfläche haben wir ja. Die könnten wir auch mähen. Und dann könnten wir selber Methan herstellen und bräuchten uns das nicht mehr kaufen. Das wäre jetzt die Frage. Kredit, ja oder nein? Ne, bitte in die Kommentare schreiben. Ganz wichtig, damit wir quasi die BGA kaufen können. Ansonsten brauchen wir dafür nichts für die BGA. Die Bäckerei bräuchten wir auch, aber die kostet glaube ich 12.000, die ist nicht so teuer. Können wir uns mal irgendwann, wenn wir noch Mehl haben, dann kaufen. Aber jetzt verkaufen wir erstmal die Haarmilch und werden uns dann, ja, ich denke erstmal einen Hänger mieten. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, weiterhin Aufträge zu machen. Das gibt es natürlich auch noch. Da müssen wir dann auch nochmal schauen. Aber alles in allem haben wir schon sehr, sehr viel zu tun hier. Und ich mag das auch, ne? Dieses Micromanagement und hier und da und überhaupt, ne? Das ist schon wirklich sehr cool gemacht.
So, das wird hier bei der Molkerei auch angepasst. Das heißt, man hat hier einmal einen Verkaufspunkt direkt, wo man die Milch direkt verkaufen kann. Oder man packt sie in Produktion und kann die dann zu Haarmilch verarbeiten. Das habe ich hier auch schon gemacht. Guck mal, da sind die Paletten auch schon gespawnt. Und die können wir dann hier rechts, guck mal. Der Andi hat das auch sehr schlau gemacht, ne? Für die Leute, sagen wir mal, die immer Schwierigkeiten hatten. Wo ist Produktion? Wo ist Verkauf? Verkauf immer grün und Produktion, das heißt Weiterverarbeitung, immer rot, ne? Also ich denke, das ist ganz cool gemacht. Wir müssen jetzt die Sachen einfach von da nach da fahren. Vielleicht gibt es auch irgendwann nochmal die Möglichkeit, das woanders zu verkaufen, die Haarmilch. Also ich fände ja immer noch cool, wenn man irgendwann nochmal einen Supermarkt hätte, ne? Das wäre vielleicht auch nochmal cool irgendwann. So einen richtig coolen Supermarkt, wo man auch Sachen so einlagern könnte oder so, ne? Das wäre halt auch nice. Aber ich glaube, das würde das Ganze wieder dann quasi wegmachen. Kann ich das jetzt hier verkaufen oder ist der Triggerpunkt woanders? Es steht doch zumindest eingetragen. Oder war das auf der anderen Seite? Haarmilch. Das ist doch Haarmilch jetzt. Oder vertue ich mich da? Oder muss ich die abstellen? Es kann natürlich auch sein, dass ich die abstellen muss. Anlieferung, Verkauf. Oder ist das nur reine Milch? Huch. Oh. Das war natürlich El Dovo. Ja. So, wir fahren mal kurz hier rum. Weil eigentlich... Oder ist das nur der reine Milchverkauf? Jedenfalls hier tut sich nichts. Fahren wir hinten mal lang. Oder ist der Verkauf dann nochmal woanders? Aber eigentlich nicht. Oder... Nee, hier ist eigentlich auch nichts. Ist denn der Trigger, hör mal? Da steht doch Haarmilch. Das ist doch auch Haarmilch. So, wir markieren das mal eben kurz. Also, Haarmilch, Molkerei. Markierung setzen. Ach, das können wir direkt da verkaufen. Hm. Steht doch Ankaufspreis 1,6. Oder wird das direkt in dem Träger gemacht? Ah, lol. Okay, gut. Aber es wird doch einfach nur weiterverarbeitet. Entweder ist... Ne, guck mal. Es wird da reingelagert. Das kommt da wieder da raus. Irgendwas ist ja nicht richtig. Ich teste mal kurz was, Leute. Okay. Ich mache mal kurz den starken Bauern an. Und dann brauche ich hier nicht die ganze Zeit rumhantieren. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Ich glaube, ich schicke dem Andi mal das Video. Klar, man kann es hier einlagern. Und dann spawnt es wieder da. Schön. Oder muss ich dann hier auf Direktverkauf setzen? Ist ja schön, dass es da abgepackt wird, aber ist natürlich nur für die Anlieferung, ne? Oder kann ich das hier wechseln? So, Haarmilch. Gut, klar, ich kann natürlich auch Direktverkauf machen, ne? Das heißt, wenn ich das jetzt hier einlagere, ich check das mal eben kurz. Vielleicht ist das ja sogar gewollt. Ach, guck mal. Ich glaube, ich muss auf Direktverkauf stellen. Oder habe ich hier noch eine andere Interaktion? Nee, das ist alles, ne? Das heißt, einfach auf Direktverkauf stellen und dann bekommen wir die 1,6. Wenn ich das richtig verstanden habe. Gut. Haben wir da was gelernt? Weil hier vorne, ich weiß, das ist nicht sonderlich realistisch, können wir es halt nicht verkaufen. Das heißt, wir müssen warten, bis die volle Stunde weg ist und dann wird es halt verkauft, ne? Hier war, glaube ich, nichts, ne? Nee. Ich wollte es nur noch mal testen. Gut, Prinzip verstanden. Das heißt, wenn ihr das verkaufen wollt, das wusste ich nicht, dann müsst ihr halt auf Direktverkauf stellen und bekommt dann die 1,6 pro 1000 Liter. So, wir lagern erstmal wieder ein. Gut, Verwirrung ist verwirrt. Die maximale ist nicht schlimm, wusste ich auch nicht. Ich werde Andi trotzdem mal fragen, ob das so gewollt ist, damit es passt. So, jetzt brauchen wir für Methan. Brauchen wir einen Transporter.
Und zwar LSFF Pengpack. Also alle Mods, die ihr für die Hofbergmann braucht, sind auch mit dabei. Guck mal, der kostet 21.000. Den kaufen wir uns doch mal. Einen schönen Drehschemel. Ich weiß, Drehschemel ist nicht meins, aber was willst du machen? So, wir können natürlich die Farbe auch ändern, wenn wir das wollen. Ne? Können wir das machen. Gelb zum Beispiel oder in Weiß. Ich lasse es mal in Weiß. Die Felgenfarbe können wir natürlich auch anpassen, so wie wir sie gerne haben möchten. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, dass man hier... Oh, guck mal, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Kostet 24.000, kaufen wir uns. Brauchen wir sowieso. Dann fahren wir mal zum Händler und werden uns das Methan holen. Ich mache mal einen starken Bauernwille aus. Weil das war jetzt einfach nochmal zum Testen. Gut. Das heißt, in knapp einer Stunde wird der ganze Spaß verkauft. Und da bekommen wir dann das Geld dafür. Das waren so 2000 Liter, das heißt so 3200 Euro. Man muss natürlich immer auch mal durchrechnen, ob sich das Ganze überhaupt lohnt, das da hinzufahren, dann auch weiter zu verarbeiten. Bei vielen Produkten ist das der Fall, bei manchen Produkten eher weniger. Ne? Das sind natürlich immer so verschiedenste Dinge, die man da berücksichtigen sollte. So, gucken wir mal hier. Sehr schön. Wupp. Fahren wir mal zum Händler rüber. Und dann holen wir uns jetzt den neuen Auflieger ab. Und werden den dann an der Tanke befüllen. So, fahren wir mal hier rein. Das heißt, wir müssen jetzt gleich hier vorne wieder... Ups. Bisschen eng hier. Natürlich dann... Hier vorne rechts zur Tanke fahren. Da gibt es auch eine Biomethan-Tankstelle. Und dann kaufen wir das. Wird natürlich auch einiges an Geld kosten. Aber ich will das einfach mal so schon mal so ein bisschen voll machen. Ich weiß gar nicht, wie viel Liter wir da reinnehmen. Ich nehme, glaube ich, mal so 4000 Kilogramm wird das, glaube ich, gerechnet. Wird, glaube ich, gar nicht in Litern gerechnet. So. Flammable Gas. Und das könnt ihr auch nur mit diesen hier transportieren. Mit anderen nicht. Ne? Also entweder mit... den großen hier, ne, mit dem Sattelauflieger, steht auch mit dabei, Methan, oder mit dem hier, ne? Da seht ihr auch das Gewicht nochmal. So, da ist er, der schöne Tankauflieger. Und da müssen wir jetzt hier vorne zur Tankstelle. Da können wir das nämlich kaufen. Sehr gut. Dann haben wir das auch gleich. Dann habt ihr nämlich eine spezielle Tankstelle dort hier. Ihr habt einmal hier die normale Tanke. Ne? Da tankt ihr euer Fahrzeug. Aber wir brauchen hier diese blaue hier. Ne? So, einfach füllen. Das dauert dann ein bisschen, bis er die passenden Kilogramm dran hat. So, mal kurz ein Screen hier. Während er auftankt. Ne? So. Sehr schön, guck mal. Flammable Gas. Sehr schön. Minus 1. Minus 1. Zack. Und das ist die normale LS-Konsole. Ne? Müsst ihr aktivieren, geht auch nur auf dem PC. Kann man schöne Screenshots mitmachen. So. Das Ding ist jetzt gleich erstmal gut gefüllt. Methan brauchen wir, ich glaube, beim Getreidetrockner. Wir gucken mal kurz, wo wir das alles brauchen. Heutrockner brauchst du nicht. Der Futtermischer für Schweinefutter brauchst du auch nicht. Silage braucht Fix Ferm Active, das müssen wir auch noch kaufen. Der Getreidetrockner brauchst du. Die Maispfanne brauchst, also der erste Prozess beim Bierbrauen. Ja, das war's. Gut. Guck mal, das geht halt auch recht runter. Aber wir können auch noch ein bisschen mehr machen. Machen wir 5000 Kilogramm. Dann machen wir 2500 oder 4000 in die jeweilige Brauerei. Die finde ich auch halt sehr cool gemacht, ne? So, das könnt ihr natürlich ja auch in der
Geschichte sehen. Ihr könnt natürlich auch Methan verkaufen, ne? Das heißt, Verkaufspreis 600, ne? Ankaufspreis 700. Man könnte natürlich auch hier hingehen und das direkt hier verkaufen. Für die Leute, die ein bisschen cheaten wollen. Naja, gut, kann man machen. Würde ich aber nicht zu raten. Ich würde es dann lieber selber herstellen. Meine Frage immer noch, sollen wir uns einen Kredit aufnehmen für die BGA? Ne? Das bitte noch beantworten, Leute, damit wir das dann auch machen können. Kostet 400 ein paar kaputte. Wäre hier die Fläche 409.000. Das heißt, wir müssen noch knapp 400.000 Kredit aufnehmen. Bisschen Puffer will ich halt immer haben. Wir haben natürlich auch Aufträge hier drin. So ein paar Aufträge, guck mal. Das läuft. Und unsere Tiere sind auch alle versorgt. Die Produktivität geht erst wieder hoch, weil ich einen neuen Spielstand angelegt habe. Hatte ich schon mal erklärt. Deswegen haben wir auch kaum Gülle. Und auch kaum Milch, ne? Das muss erstmal wieder ein bisschen laufen. Wie viel verbraucht der überhaupt fürs Maischen und so ein Kram hier? Wir gucken mal. So, erstmal gucken. Der Getreidetrockner braucht 0,03. Okay, das geht. Fürs Maischen, also den ersten Schritt des Gärprozesses, 0,01. Geht ja eigentlich, ne? Geht vollkommen klar. Was bekommen wir eigentlich für getrocknetes Getreide? Gucken wir mal. So, guck mal. Um die 1100. Ist natürlich sehr cool. Wenn wir jetzt Getreide nicht verarbeiten würden. Guck mal. Der Unterschied, ne? Gut, Hafer wird sich nicht lohnen. Aber Weizen, Gerste. Was würden wir für Mehl bekommen? Mehl wird sich auch nicht lohnen. Aber Brot. Guck mal, Äpfel. Schweinefleisch, guck mal, wie viel. Oha, Rindfleisch ist ja richtig krass. Oh, guck mal, Schaf- und Ziegenfleisch. Uiuiui. Kompost. Ne, lohnt sich nicht. Kann man natürlich an die eigene Biogasanlage auch liefern. Und Bier. So 1, so 2000, glaube ich. Amakais Bierstübel. Ja, der muss natürlich erstmal so die ganzen Werte haben hier. Und ein Bierkasten bringt dann nochmal mehr, ne? Das könnt ihr beim Abfüller dann auch nochmal machen. So, na komm, machen wir jetzt die 6000 voll. Dann haben wir erstmal ein bisschen was drin. Ist halt ein bisschen warten. Aber die Preise sind relativ gut, ne? Auch mit den Wiederverarbeitungsgeschichten. Man muss natürlich, egal was man für ein Spiel spielt, das Ganze immer so auf langer Sicht beobachten, ne? Das ist natürlich immer wichtig. Für den kurzfristigen Erfolg empfehle ich immer Silage, aber ansonsten ist das so hier schon mal ganz gut. Wie ist eigentlich der Silagepreis? Lass mal gucken. Ja, ist niedrig. So, wir fahren jetzt einfach mal weg hier. Wir haben jetzt knapp 6000 Kilogramm. Das sollte erstmal reichen. Bedeutet, wir werden das Methan oder Biomethan gleich dann in unsere Produktion packen, sodass wir dann zeitnah auch mit der Produktion von Bier beginnen können. Ne? Aber glaub mir, das ist ein sehr, sehr langer Prozess mit dem Bier. Das braucht mehrere Tage natürlich mit Gärprozess und so weiter, ne, und verschiedenen anderen Sachen. Das dauert. Sehr schön. Dann haben wir das soweit fertig. Und wie gesagt, ne, reinschreiben, ob wir uns die BGA auf Kredit kaufen wollen. Den Preis haben wir, glaube ich, relativ schnell raus. Mit den ganzen Erzeugnissen, die wir da haben. Muss man natürlich immer so ein bisschen berücksichtigen. Ansonsten eben halt nicht. Da werden wir uns immer Methan erstmal kaufen. Wir hätten aber noch eine Wiese, die können wir verarbeiten. Wir können auch den Heutrockner nochmal testen. Das Strohgebläse ist ja jetzt mittlerweile separiert. Dann würde ich sagen, packe ich mal ein bisschen was in den Getreidetrockner rein. Erstmal, da fahre ich oben rum am Feld lang. Und dann schauen wir mal weiter, dass wir das bei der Brauerei abliefern. Das sind die beiden Geräte, die nämlich das Methan brauchen. Sehr gut. So, guck
Guck mal, hier haben wir Ölrettich drauf. Da könnten wir eigentlich schon wieder anpflanzen, ne? Das könnten wir eigentlich auch jetzt bald mal machen. Recht zeitnah. Ich habe mir noch einen anderen John Deere geholt. Hier den 7540, glaube ich. Oder 30 Premium. So, hier ist der Trigger für den Getreidetrockner. Da ist auch ein Symbol dran. Methan. Der hört ja auch richtig den Druck, ne? So, und ihr seht das auch. Das Geile ist bei den ganzen Produktionen, ne? Es ist alles animiert, ne? Wir sehen hier oben das. Und ich glaube, wir haben sogar einen Drucktank hier irgendwo. Oder war es bei der... Nee, das... Ah, das war bei der... bei der Produktion vom Bier später. Ist halt auch recht schön, ne? So. Dann haben wir das drin. Hier fehlt noch ein Symbol. Muss der Andi vielleicht nochmal anpassen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. So, einfach hier rein. Der Trigger ist ja trotzdem da. Und dann, ja, sind wir fertig mit dem ganzen Spaß. Da wird es übergeladen. Ist sogar schon komplett voll. Okay. Da passt gar nicht mehr rein. Ah, guck mal, hier hatten wir den Drucktank. Seht ihr? Da ist es voll. Das sieht man hier oben nochmal. Da können wir eigentlich den Rest auch nochmal in die, ja, Getreidetrocknung packen. Denn so viel brauchen wir dann gar nicht, ne? Okay, gut. Gut zu wissen. Dann fahren wir das auch nochmal rüber. Und dann werde ich den dann hier irgendwo abstellen, sodass wir da auf jeden Fall erstmal ein bisschen Abstand haben. Und ich würde sagen, liebe Freunde, ja, das soll es dann erstmal für heute wieder gewesen sein mit einer weiteren Folge zu der Hof Bergmann. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer, gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Ja, und dann sage ich mal, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.